Hey, da sind wir wieder. Das ging schnell. Oh, Zombies sind gekommen. Während wir kurz schlafen waren, haben die Zombies uns ange... Oh nein, die machen die Tür kaputt. Die machen die Tür kaputt. Zock, alles... Oh, oh. Wow, wow, wow. Hinter dir, hinter dir, hinter Raus. Hast du mich gerade gehauen? Nein. Nein. Der Zombie war das. Oh, ich habe gehofft, dass unser Essen fertig ist. Curry? Hallo? Doch, unser Essen ist sogar fertig. Perry, ich gebe dir einen Tipp. Wenn du das Katana hast und in deinem Skillbound Warrior auf 1 machst, dann machst du mit dem normalen Linksklick alle One-Hit. Außer die extra gepanzerten Polizisten und so. Fresh Potato Crafting. Schnell was Neues craften. Zack, zack. Müssen unbedingt schaffen, so schnell es geht. Die übelste Essensfarm hier zu bauen. Oh Gott. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Das hier können wir droppen. Braucht kein Schwein. Equip. Hier bauen wir eine Parry-Falle hin. Die Zombies, die hier durch wollen. Was brauchst du auf den Schlafsack jetzt? Genau, den Schlafsack würde ich gleich da oben platzieren. Wir haben immer noch so wenig Ja. Essen und Trinken. Dankeschön. Nehmen wir das schon mal. Auf den Schlafsack müssen wir extrem aufpassen. Der geht extrem schnell kaputt. So, der ist geclaimed. Jetzt haben wir immer noch nicht genug Essen, ne? Obwohl wir Essen sammeln waren. Wollen wir nochmal los, was zu essen sammeln? Unsere Farm braucht leider noch ein bisschen. Ist noch nicht so groß, dass wir da immer wieder was looten können. 62% habe ich. Ich würde sagen, wir fahren nochmal los. Wir sammeln Ja. was. Gibt es hier eine extrem große Stadt? Weiß das einer zufällig? Das wäre Wo ist die super. Map? Ich hab die. Ich guck nochmal. Oh, hinter uns Zombies, hinter uns Zombies. Wir machen das auch wieder. Eieiei, oh, der hat es mir wieder gegeben. Gucken wir mal. Equip. Oh, die Map ist verbuggt. Ach so. Die ist nicht verbuggt. Ich muss die nur. Hä, hey, wie mach ich denn die? Achso, ich muss nur. Musst das Licht ausmachen von deinem Helm. Genau. Equip. So, was haben wir? Und sieht nicht viel. Wir waren eben Mach in das Licht von deinem Helm Charlottentown. aus. Wir gehen Weil. nach Montagua. Okay, du siehst mehr, wenn du einmal N drückst und das Licht von Ich deinem Helm hab's schon. Ich ausmachst. hab's schon längst gemacht. Danke. Bei dir ist das Licht immer noch an, komisch. Okay. Ne, dann ist wahrscheinlich eine Anzeige über. So, wir müssen wieder zu der einen Scheune. Also das ist nach Osten, damit ihr Bescheid wisst. Wenn man hier lang geht, kommen wir nach Osten. Wir fahren ja so ein bisschen quer ein. Inzwischen kennen wir uns hier aus. 65% haben wir. Wir looten trotzdem immer wieder die Scheune. Da gibt es nämlich die Samen. Die sind sehr, sehr wichtig. Die nehmen mit. Einfach aussteigen, damit das Auto nicht crasht. Ich bin auf 86. 86 bist du schon? Ja. Schon 66. Was haben wir hier? Snare. Nehmen wir einfach mit. Noch eine Snare. Was ist denn eine Snare? Zippen, Leg Breaking Animal Trap. Okay. Können wir vielleicht gegen Zombies benutzen? Hier ist nicht viel, dann lass gleich weiter. Wenn statt mit dem Hunger ist Okay. echt krass, ne? Ja, Ja, da also. gibt's halt den Tipp, dass hier halt Survival Skillt, weil Das mache ich dadurch schon immer. verbraucht ihr halt weniger Essen und Trinken. Das habe ich auch schon geskillt, aber ganz so viel scheint das nicht zu helfen. Ja, und das Obst und Gemüse bringt halt deutlich mehr Nahrungsprozent als Chips und sowas. Deswegen ist es ganz gut, das anzupflanzen. Wie schaut das aus mit Tieren? Die kannst du töten und dann kannst du aus dem Fleisch, das kannst du dann am offenen Feuer braten und dann restort natürlich den meisten.
Okay, dann schnell hier aussteigen. Wir nehmen die Stadt wieder auseinander. Wir looten die durch. Feuerwehrmann ist down. Wow, nicht in mich reinlaufen. Oh mein Gott. Ich hab Perry nicht angehittet. Tot. Oh, Perry ist tot. Nein, Perry! Wir haben Auto, wir holen Perry schnell ab. Ich hab Perry aus Versehen eine übergebraten. Ich hab sie damit auch fast getötet. Ihr läuft alle aber auch rein. Natürlich. Aber ich hatte auch schon mal getötet. Wir sagen einfach, Perry ist gestorben an den Folgen von... Ich bin verblutet. Echt? Ja. Ja, bin ich vorhin auch fast. Ja, dann, da seht ihr immer. Der Hammerman Mucker flönt Hammerhead. Ich hatte glücklicherweise noch eine Bandage dabei. Ja, hatte ich auch, aber bei 3% bringt die leider nicht viel. Das ist wohl wahr. Wie viel hat denn so ein Hammerschlag abgezogen? Ich hatte 100% und bin jetzt noch bei 31. Okay. Ich hatte irgendwie 85. Alles safe. Und war bei 10 oder so. Maul, die Korn und so immer mitnehmen und daraus Essen machen, ne? Ja, Samen halt. Genau. Wart ihr schon im Foodshop? Teilweise schon essen. Ja, ich hab ein bisschen Essen bei mir für euch. Ich hab noch ein bisschen. Ich schau mal hier weiter. Also im Foodshop, wart ihr da schon? Sieht noch nicht so aus. Ja, nee. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Moldy Tomato, nehmen wir mit. Moldy Corn nehmen wir mit. Trinken Grom. Moldy Sachen essen bringt Radioaktivität, ne? Das... Ja, aber wir nehmen die mit, denn wenn wir die craften, dann bekommen wir da Samen raus. Jetzt werden vielleicht auch ein paar Leute sagen, so, hey, du kannst doch PvP ausstellen, wenn du so einen Server craftest. Könnten wir machen, machen wir aber nicht. Ganz einfach. Ja. Das wär, halb so witzig. Das wäre uns zu einfach. Ich wollte schon aus Potato Chips Potato machen. Das funktioniert nicht. Schade. Aber wir können die essen. Luca, wie viel Prozent hast denn du gerade? 83. Nägel alles mitnehmen. Nägel sind immer wichtig. Ich hab Ken Pasta und eine Chocolate Bar, Luca, falls so. Ja. Noch geht's. Wenn wir nicht in der Farm sind, dann. Keine Ahnung, esse ich mal ein Kartoffelchen. Ich habe jetzt ein paar Zombies gefarmt. Ich glaube, ich kann mir jetzt wieder ein bisschen Skills verteilen auf Survival. Genau. Das ist schon mal gut. Warrior machen wir auch einmal. Wichtig zu wissen ist halt, wenn man stirbt, verliert man 50% seiner gesetzten Skills, ne? Okay. Also die Punkte. Von jedem Skill sozusagen. Also wenn du nur eins geskillt hast, verlierst du dann, alles sozusagen. Aber sonst, wenn du zwei gesetzt hast, verlierst du halt einen von den beiden Punkten in dem jeweiligen Skill. Deswegen ist Sterben doch ein bisschen blöd. Wenn Zombies Leitern klettern? Hab ich jetzt noch nicht gesehen. Crafting. Wieder Potato. Ich hab noch eine richtig geile Sache. Eine richtig geile Sache habe ich noch gesehen. Müssen wir gleich machen. Machen wir auch gleich. Hat der Lieber nicht mehr. Ich hab. Scheiße, die Autos haben alle wenig Benzin. Ich hab ne Ken dabei, ich kann dir okay. Benzin reintun. Lass uns das hier eben auffüllen. Und ich zeig ihm, was ich gesehen hab. Was der Luca immer macht. Okay. Oh Gott. Wenn's brennt, würde ich da weggehen, ne? Echt? Ja. Ui! Bumm! Da fährt es noch. Aber es kommen keine Zombies. Wir haben auf jeden Fall die Stadt hier zombiefrei gemacht. Die Zombies respawnen aber auch nach einer Zeit. Die Leiter könnte man mitnehmen. Lass mal hier. Leiter braucht man, glaube ich, nicht. Okay, dann lass uns schnell weitergehen. Beim Hausbauen wird man eine Leiter brauchen, weil du halt nicht in dem zweiten... Also das Dach draufsetzen ist manchmal verbuggt und dafür musst du dich dann hochklettern, um es dann draufsetzen zu können. Ja, wenn man nicht. Also die kann man auch zur Not bauen. Wir schauen nochmal hier eben, hier waren eben ein paar Sachen. Da war ich schon. Da warst du schon. Dann trinken wir trotzdem noch eben. Nein, Auto, bleib stehen, bleib stehen.
Bleib stehen. Oh, ich kann es wegschubsen. Ich kann Auto wegschubsen. Eher mal schnell trinken. Perry, wo bist du gespawnt? Weißt du das ungefähr? Ja, ich bin bei dem Military-Gebiet, wo wir schon mal waren. Okay, ich schau mal auf der Map, ob ich das irgendwo finden kann. Military-Gebiet. Equip. Okay, das ist genau auf der anderen Seite der Map. Okay, dann müssen wir Perry abholen. Unterwegs ist leider nichts. Kannst du vielleicht dir ein Auto da suchen? Da sind zwei Städte, drei Städte in der Nähe. Egal in welche Richtung du gehst, ja, du kommst zu einer Stadt. Ich habe auch eine Gascan. Okay. Ja, die meisten Autos, die haben ja 19%, damit kommst du ziemlich weit. Weil wir würden wahrscheinlich wieder verhungern, während wir auf dem Weg dahin sind. Ich habe nämlich immer noch 71%, aber ich habe schon ein paar Samen gefunden. Ich muss aber auch auf meine Radioaktivität aufpassen. Ich habe 56%, also ich möchte nicht zu einem Zombie mutieren. Oder zu einem Toten. Ich muss gleich auf jeden Fall mal was essen. Ich bin jetzt bei 92. Okay, okay, okay. Dann ganz schnell weiter. Turbo-Modus gibt es hier leider nicht, also man kann nicht schneller fahren. Links oben haben wir mal die Spiele aufgezählt. No Skiller ist da. Name ist Programm. Mokayo, Kevin und Sir Perry. Hey. Und wir nehmen den Zombie mit. Batz. So, hier ging es, glaube ich, zu einem Hafenstadt. Zu einer Stadt. Zu einem Hafen. Da ist das Kingston Camp. Zack. Mitgenommen. Hier haben wir schon noch ein bisschen überschüssiges Essen. Und Autos. Okay, nehmen wir die mal auseinander. Rajing. Rajing. Was hat denn der hier? Ein Wasserbottel. Munition haben die hier. Ich finde inzwischen, Munition wird überbewertet. Also Munition braucht man hier gar nicht. Essen ist viel wichtiger. Für Essen, Kevin, ich brauch dann gleich mal das Essen, was du hast. Ja, klar. Alle Zombies hier gefletschert. Da kommt noch einer. Achtung. Eieiei, habe ich wieder einen Hit abbekommen. Hier ist echt. Kannst du mir das hinlegen? Die Clothes, die hier immer rumliegen, die kann man einsammeln, weil daraus kann man Rack machen. Also aus Rack kann man dann, soweit Bandagen. Ich weiß, Bandagen machen. Und aus denen dann Dressing. Dressing? Ja, Dressing ist halt auch. Jo, Dressing halt ein bisschen mehr sogar. So. Ich hab's dir hingedroppt, ne? Jo, danke. Ganz schnell futtern und weiterfahren. Also hier war gar nichts, das Camp war schon von Zombies leer gelootet. Einsteigen. Ich komme! Ich renne! Yay! Drin. Bist du drin? Okay. Ja, ich bin drin. Ja, zoom. Das war mal gegenüber, also es ging einmal hier zum Campen, gegenüber müsste diese Stadt sein, der Name ich nicht aussprechen kann. Also der Hauptkampf ist wirklich nicht zu verhungern. Gegen das Trinken gibt es zum Glück diese Wasserbottles, aber verhungern, vielleicht sollten wir auch gleich ein paar Tiere jagen. Mal hier, hier mal wieder. Ach, hier haben wir diese Stadt. Die besagte Stadt. Montagu oder so. Ne? Genau. Ich kann auch noch Montagu. Was? Schnell einfach durch. Essen suchen. Ich glaube, ich würde das in der Zombie-Apokalypse auch so machen. Von Stadt zu Stadt und einfach mal Essen suchen. Arrows immer mitnehmen. Oh, die kann ich gar nicht mitnehmen. Doch, jetzt. Ne, ein paar kann ich davon nicht mitnehmen. Die sind verbuggt da. Schade. Apple Juice Box. Ja. Wer macht wieder Autos kaputt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas explodiert hier so, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber es macht Boom. Ich wette, wir looten alle dieselben Häuser so. Ne, ich bin auf der anderen Seite der Straße.
Okay. Hier war schon der Luca. Hier liegt so ein super Zombie. Yo Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ-Video und unten den letzten anderen Part. Haut rein, ciao!